YouTube, hallo zu Folge 10 mittlerweile. Wir kümmern uns in dieser Folge um, ich habe mir eine Liste gemacht. Flachs anbauen, mehr Schafe, mehr Gebäude, eine zweite Sammlerhütte, weil wichtig. Eventuell mehr Beute, mal schauen, wie wir die bekommen, über Handel oder Jagd, wobei Jagd wahrscheinlich schon ausgereizt ist. Mehr Speicherarbeiter, mehr Lagerarbeiter, ein Herrenhaus und mehr Ochsen. Also einiges zu tun. So, und wir schauen uns die jetzige Situation an. Wenn das mit Steuerung C gehen würde, so, jetzt funktioniert das. Und im Moment haben wir ein Problem. Wir haben, und das ist schon direkt der erste Tipp oder die Mechanik, die ich euch vom Spiel in dieser Folge geben kann. Also direkt ein Bonus für euch. Und bevor ich es vergesse, wenn ihr einen oder mehrere Guides haben wollt, die sind in Arbeit. Ich weiß nur noch nicht, ob ich die einzeln oder in einem Video veröffentliche. Abonnieren und mich wissen lassen, ob ihr daran interessiert seid. Denn ja, da wird ein bisschen was kommen und ihr verpasst nichts, wenn ihr ein Abo da lasst. So, genug für den Einstieg. Was ist hier das Problem? Wenn wir den Marktplatz anwählen, habt ihr hier eine Übersicht, was hier im Moment in den Häusern verfügbar ist. So, jetzt habe ich aber mehrfach nachgelesen und habe selbst auch ausprobiert, wie sich das verändert. Und wenn ich nicht falsch liege und auch die Info, weil nicht jede Info da draußen im Internet ist richtig über diese Mechanik. Wenn ich richtig liegen sollte, funktioniert das so. Ihr seht hier, wir müssen mal kurz zählen, wenn wir hier die Maus drüber halten. So, wir pinnen das mal. Jetzt ist es angepinnt, wenn ich es bewege. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20. Wir haben 34 Hofstätten. Ja, wichtig. So, wir haben auch, wenn wir oben gucken, 34 Familien. Und 3 sind mehr, also haben wir an manchen Grundstücken eine zweite Familie. Aber es sind 34 Plots, Hofstätten. So. Wie das Ganze funktioniert ist, das Spiel schaut, beziehungsweise wir fangen von vorne an, die Mitarbeiter aus dem Speicher und oder aus dem Lagerhaus bringen die Waren zu diesen Marktplätzen. Jetzt schaut der Marktplatz, ihr seht ja, hier sind 20 Leder, 24 Garn, 34 Schuhe verfügbar. Das sagt nur was darüber aus, über die Anzahl, die potenziell geliefert werden könnte, gerade zu diesem Zeitpunkt. Das bedeutet nicht, dass diese Anzahl auch gerade geliefert wurde oder jetzt konsumiert wird. Warum ist das wichtig zu wissen? Ganz einfach. Hier wird per Plot gerechnet, nicht per Familie. Und wenn wir jetzt sehen, anscheinend gibt es noch im Moment einen Bug. Bei Leder, Garn und so weiter wird es nur einmal pro neue Familie beim Einzug gerechnet. Das wird sich bestimmt noch ändern, wenn der Bug stimmt, den ich gelesen habe. Aber an sich soll das ja immer ein Turnus sein, in dem das verbraucht wird. So, jetzt ist das zufällig, je nachdem, welche Kategorie hier konsumiert wird. So, aber wenn wir ein Versorgungsproblem haben, dann liegt das meistens daran, wie gesagt, wir haben hier nur 20 Leder, die fragen Leder an oder Garn. Und wenn wir keine 34 Leder oder 34 Garn haben oder beides abwechselnd in gewisser Menge, dann kann das nicht konsumiert werden in der Hofstätte, wenn die gleichzeitig alle konsumieren möchten. Und das endet in einer Unterversorgung. Wie wir das umgehen können, ist logischerweise genug produzieren, aber selbst dann ist das Problem nicht immer behoben, denn der Bottleneck ist meist, wie schnell kommen die Waren an diesem Marktstand an. Und das ist davon abhängig, wie viele Speicher und Lagerhäuser wir haben und wie viele Leute dort Familien arbeiten, um die Waren schnell genug von den Produktionsstätten zum Markt zu bringen, damit die verfügbar sind. So, das dazu, und wenn wir mal gucken, im Speicher haben wir 4 Familien im Moment, das reicht anscheinend, um das schnell genug zu versorgen oder den Marktplatz zu versorgen, und wir sehen auch, wir haben einen riesigen Überschuss, also kein Problem. Dann nächster Tipp, Eier sind sehr ineffizient. Gemüse, Beeren, Brot, Äpfel ist alles deutlich effizienter als Eier. Ja, und sie kosten ja auch Platz, aber wenn man sowieso Gebäude baut, die weniger Platz haben, oder wenn man sehr viele Hofstätten bauen will, ohne viel Platz zu benutzen, bietet sich das
trotzdem an, ist aber meistens besser in heute investiert. So, dann schauen wir mal bei Bekleidung. Wir brauchen also Leder, Leinen und Garn. Garn können wir natürlich mehr bekommen, indem wir Schafe züchten. Und Schuhe werden hergestellt. Jetzt müssen wir selbst nochmal gucken, oder ich, bevor ich was Falsches sage. Wo werden Schuhe hergestellt? Ich denke, warum steht da nichts? Baukosten? Da steht nur Baukosten. Okay. Na gut, wir gehen halt hier rein und lesen doch mal nach. Genau, Schusterwerkstatt. Wer hätte es gedacht, der produziert Schuhe. So. Und der braucht für die Schuhe, sieht man hier nicht. Wahrscheinlich Wolle, nehme ich mal an. So, aber worauf will ich hinaus? Wir müssen unsere Produktion in irgendeinem Bereich erhöhen. Also fangen wir erstmal an mit dem ersten auf der Liste. Ist zwar nicht geordnet, aber steht jetzt zufällig ganz oben mit dem Flachs. Und wenn wir hier im Baumenü schauen, hätten wir Flachs hier unten und hier oben. So, bedeutet, das muss wieder aus dem Weg. Das schieben wir mal ganz hier runter. Was heißt ganz? Ganz ist es ja nicht, aber ne? Wisst, was ich meine? Zu steil für Bauprojekte. Interessant. Ah, schaut mal. Sehr abschüssig, sieht man von oben gar nicht. Okay, dann müssen die Vorräte hier weg. Das bietet sich an. Wir bauen dann einfach noch mehr Häuser. Und wie ihr seht, habe ich hier schon Offcam. Ich glaube, das habe ich Offcam platziert. Schon einige Hofstätten platziert. Und Sammlerhütte haben wir nur eine. Okay. Das ist das Einzige, was ich Offcam gemacht habe. Gut. Dreifelderwirtschaft ist überall eingestellt. Weberei ist eine Familie drin. Und die Weberei stellt aus Wolle Garn her und aus Flachs Leinen. Und wir möchten noch Leinen haben. Und Schuhe werden, glaube ich, aus Garn hergestellt. Oder wie war das? Müsste man nochmal nachschauen. Manchmal ein bisschen verwirrend, was aus was hergestellt wird. Ja, ist ja aber auch blöd. Ne? Jetzt habe ich mich so gut vorbereitet und trotzdem weiß ich nicht mehr, was der brauchte. Was der brauchte, wie sich das anhört. Benötigte. Oder benötigt. Sieht man das hier wirklich nicht. Und hier steht zum Beispiel, produziert Brot aus Mehl. Hier ermöglicht die Produktion von Schuhen. Naja, okay. So, und hier die Schneiderei war das. Ermöglicht Produktion von Kleidung, Mänteln und Gambesons. So, das wird aus Garn hergestellt. Schuhe aus Leder, natürlich. So, also Schuhe haben wir genug. Uns geht es jetzt um die Kleidung und Mäntel. Also haben wir irgendwo eine Schneiderei, haben wir schon, der Vase. Haben wir sonst noch was gebaut? Muss ich kurz gucken. Nee. Okay, gut. So, also haben wir alles, was wir wollten. Dann würden wir einfach nochmal hingehen und alles upgraden, was geht an Gebäuden, aber ist im Moment nicht möglich. Und hier wollten wir noch einen Wohnraum erweitern. Daran kann ich mich noch erinnern. So, und den Rest müssen wir erstmal schauen, dass wir da alles an Rohstoffen zusammenbekommen und schnell genug zum Speicher, zum Lagerhaus geliefert, damit auch alles flüssig läuft, so wie wir das wollen. Jetzt gehen wir erstmal hin, lassen das ein bisschen schneller laufen. Und hier oben wollten wir auch noch ein weiteres... Ah, schaut mal, das habe ich auch sogar noch Offcam gemacht. Ganz vergessen. Hier die Hofstätte noch erweitert. Okay, gut. Was ich nicht als Offcam gemacht habe. Wahnsinn. Hier ist auch schon ein Bau. Da hatten wir gerade Wohnraum erweitert, aber der Plot war ja vorher besetzt. Ne, da habe ich den Brunnen nach oben verlegt. So, was wir möchten. Wir schauen mal da oben. Beeren sind eigentlich genug. Aber, was ich jetzt gelernt habe, ist, man kann durchaus eine zweite Sammlerhütte bauen. Auch interessant. Zum Ende des Jahres hat es immer leer ausgesehen. Aber mittendrin habe ich nie beobachtet, wie schnell diese Beeren wieder nachwachsen. Und da kann man durchaus zwei Sammlerhütten mit jeweils drei Familien einsetzen, um ein solches Feld zu beernten. Zumindest bei 128. Wahrscheinlich wird eine oder zwei Sammlerhütten mit fünf Familien insgesamt dafür einsetzbar sein. So. Währenddessen wir gelabert haben, müsste hier bald... Müssten die Bretter weg sein, wollte ich sagen. Ist nicht der Fall. Ich stelle einmal die Sägegrube. Eigentlich haben wir genug Bretter. Das kann weg.
Jetzt möchte ich aber gucken. Großes Lagerhaus ausgebaut und der Speicher ist auch schon ausgebaut. Sehr schön. Dann Stall möchte ich ausbauen und noch einen Ochsen haben. Dann hätten wir hier oben jetzt 4 Ochsen. Denn wir möchten beim Bauernhaus möchten wir definitiv 2 Ochsen zugewiesen haben. Auch off-cam gemacht. Sehr gut. So, Melzerei, stellt Bier her, etc. pp. Alles gut. Beim 4 Handelsposten möchte ich hier auf 6 einstellen. Oder sagen wir 8, damit das schneller geht. Eine Person haben wir hier auch schon arbeiten, die das, ja, die Schafe bestellen soll, wie sich das anhört. Ansonsten, ja. Müssen hier die Vorräte immer noch weg. Also werden wir noch mehr Gebäude bauen, denn wir brauchen 50 Wohnraum, 34 Familien. Ja, wir werden mehr brauchen. Das kann man ja schon mal vorbereiten. Dann nutzen wir hier unsere Methodik mit den Gruben. Um nochmal sicherzustellen, das war auch die... Ah, das ist ein klein wenig schief, wie man sieht. Habt ihr auch gesehen, ne? Schaut mal, da oben. Was nach oben der Straße ausrichtet, ist die Straße etwas schief. So. Weil ich möchte die Straße relativ gerade haben. Also würde ich jetzt erstmal so die Straße ziehen. So, hier verbinden. Das müsste gehen. Hier ist auch schon ein Stück Straße. Verbinde ich es einfach hier. Reißen den ganzen Spaß wieder ab. So, dann von hier ein Pfad bis hier runter. Das sollte dann auch klar gehen. Und hoffentlich reicht jetzt der Wohnraum. Wenn nicht, müssen wir das nochmal neu machen. Das habe ich natürlich nicht nachgeschaut gehabt. Ah, es geht aber. Okay. So, und wir haben wieder Probleme. Ah, diesmal ist es nicht genug Material. Gut. Dann Holzfällerlager. Obwohl wir so viel Vorräte hatten, aber die wurden jetzt alle für die Erweiterung alles verbraucht. So, 10 bezahlt. Und ein Herrenhaus wollen wir auch noch haben. Ja, auch noch ein Ziel. Bauernhaus würde ich sogar hier voll machen jetzt. Wir haben noch 3 Familien über. Am besten hat man immer so 5, 6 Familien über, weil die Ställe ja auch, das sollten ja auch eigentlich Familien zur Verfügung stehen, das alles handeln. Und die Ochsen werden ja oft auch nur benutzt, wenn wir auch freie Familien haben. So, noch ein Ochsen. Das sollte dann alles jetzt relativ gut gehen. Ochsen sollten wir jetzt erstmal genug haben. So, was ich jetzt vergessen habe bei der ganzen Laberei, ist, wir machen mal langsam unser Feld für Flachs erstellen, damit das schon mal angebaut werden kann, denn man sieht April. Ja, sollte so langsam angebaut werden. Ne? Ernten, pflügen und Aussaat von Nutzpflanzen im Herbst. Naja, gut. So, wir gucken, dass wir hier wieder ungefähr einen Morgen hinbekommen. 0,8, ja, ist eigentlich auch schon okay. So, 0,9, das ist mir ja gut genug. Ein Tipp noch zum Farmen. Ich habe jetzt die Felder ja relativ... Ja, ist eine Art längliches Rechteck, ne? Das Beste... Oh, das ist schief. Machen wir neu. So, so ist besser. Im Optimalfall sind diese Felder natürlich ein Morgen. Das besteht immer. Allerdings, was ich euch noch nicht gezeigt habe... Weil die Ochsen immer einfach nur, vielleicht, oh ne, der will noch nicht, gut, der transportiert nur Bäume. Ist hier irgendwo ein Ochse, wo ich das gerade zeigen kann? Ne, okay. Die laufen immer länglich, beziehungsweise nicht nur länglich, aber die laufen ja den Weg entlang zum Pflügen. Am Ende drehen sie allerdings. Und das kostet Zeit, diese Drehung. Wenn wir jetzt auf die Effizienz achten wollen, wäre eigentlich besser, wenn das Feld, sagen wir mal, ja, könnte man eigentlich noch länger machen, so zum Beispiel angelegt ist. Seht ihr das? Weil so kann der Ochse eine lange Strecke laufen und muss nur ganz kurz drehen. Also die, das Drehen dauert natürlich genauso lang. Aber er muss nicht so oft drehen, weil die Fläche länger ist. Und das kostet am meisten Zeit. Wenn die Familien erstmal pflanzen, gehen die sowieso durch.
oder beim Ernten. Und beim Ernten ist es ja seit dem Patch so, dass diese Waren direkt im Inventar des Bauernhauses landen, nicht mehr im Inventar der Leute selbst. Ne, das, was ja auch ein großer Bottleneck war, die Effizienz sehr stark drückte. So, aber wir gehen weiter und machen hier Flachs. Gucken, ob wir hier auch noch eine schöne Fläche. Eigentlich wollte ich hier nichts an Flächendreieck machen. Jetzt gucken wir einfach, dass wir hier noch ein bisschen was an Flachs platzieren können. Jetzt steht das natürlich schon wieder im Weg. Vielleicht sollte ich von Anfang an einfach sehr stark nach außen gehen, irgendwo hier, so. So. Es ist aus dem Weg. Und hier führen wir den Weg wieder weiter. Was mich interessieren würde, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch... Moment. Das habe ich noch gar nicht versucht. Wenn wir hier eine Leichengrube holen, wie groß ist das? Ah, eins, zwei. Ich habe eine Idee. Sind das... Irgendwie sieht das so aus, als könnten drei von diesen Leichengruben ein Morgen sein. Kann das sein? Aber egal, wir machen das wieder manuell. Straße erstmal nicht ziehen. Wir ziehen einfach wieder ein Feld. Wir machen das nach Augenmaß. Da könnte man sich natürlich auch irgendeine Art der Maßeinheit überlegen, wie man das macht. Zum Abmessen. Oder man nimmt wieder eine Weide. Zum Beispiel. Man kann ja mal gucken. Wie weit wäre das denn? 18. Wir gucken mal, 18. Wäre hier. Okay. Da die Linie noch hier ist, also hier. Ungefähr so. Und, na, 0,9. Hat doch nicht geklappt, okay. So, und hier macht er wieder schief. Ja, das ist halt immer... Wobei, es muss hier nicht unbedingt perfekt sein, oder? Wir wollen ja hier Flachs anbauen, da geht es noch ein bisschen raus. Mut zur Lücke, oder wie war das? Komm. Ich kann es jetzt hier eh nicht platzieren, sehe ich gerade. Hier ist, die habe ich nicht gesehen. Okay. Lassen wir schnell laufen, die Vorräte müssen weg. Die Vorräte können wir ja so einsetzen, dass wir bald sagen, wir schauen mal, 1600. Können wir noch zwei Familien einsetzen. Im großen Lagerhaus auch noch eine Familie. Und die werden irgendwann oder sehr schnell voll sein, nehme ich mal an. Also bauen wir einfach schon mal eine zweite. Zwei von beidem. Brennholzhütte können wir auch mal versetzen. Zwar vielleicht hier so zuerst mal. Dann ist hier oben Platz, wenn hier die Vorräte wieder weg sind. Der Marktplatz hat noch 11 freie Marktstände. Reicht auch völlig aus erstmal. So, und ansonsten, ja, Flachs werden wir erst, also die Bekleidung, relativ in den Griff bekommen, wenn hier, wobei jetzt sind es schon 93%, weil ihr seht, Garn ist nach oben gegangen, seht ihr? Und davon gibt es jetzt 31. Das heißt, die restlichen 2, 3 Hofstätten werden auch bald belieferbar sein. Wenn wir die Materialien schnell genug reinkommen, dann sind auch die zufrieden. Sehr schön. Ein Problem wird wahrscheinlich irgendwann das Bier sein. Da müssen wir natürlich genug von herstellen, müssen schauen, dass das auch passiert. So, Hofstätte, die war... Ja, die Vorräte sind da unten jetzt weg. Also bauen wir hier die Hofstätten. Zack. Wir wieder Familien reinbekommen. Ansonsten, obwohl, die Vorräte sind hier weg. Also, Logistik, Speicher... Das legen wir vielleicht so an, dann können wir mehr Gebäude hier reinquetschen. Hier ein Pfad. So platzieren erstmal. Wenn nicht, können wir die Straße immer noch entfernen. Und ich glaube, das... Och, schaut mal, wie das da reinpasst. Sehr schön. Und Lagerhaus. Sehr schön. Wäre das wieder platziert? Ich gucke auf meine Liste. So, Flachs anbauen, mehr Schafe, genau, mehr Schafe. Mal schauen, wie weit da der Stand ist. Hier sieht man es nicht, oder? Doch, 6 Schafe, okay. Sind schon etwas mehr geworden durch den Import. Und, eine Sache noch. Ich weiß, warum die nicht auf brachliegenden Feldern weiden, denn wir haben das nicht freigeschaltet, ja. Aber wir haben das nicht gebaut, weil wir müssen einzäunen. Das kostet 5 Bretter pro Feld und das werden wir jetzt überall einmal klicken.
Und dann kann der Pöbel hier wieder alles errichten. Haha, der Pöbel. Hat nichts mit Popel zu tun. So, der dumme Witz pro Folge wieder erreicht. Den haben wir jetzt abgehakt. Es sei denn, der war jetzt so schlecht, dass der, dass selbst das nicht gilt als dummer Witz. So, Feld. Ja, wir wissen ja schon, wo die Fruchtbarkeit ist. Ist egal. 0,8 morgen. Ziehen wir es halt bis hier hin. Ich möchte hier oben. Nein. Ach, Spiel, bitte. Ärger mich nicht. 04. Ein Morgen. Oh, perfekt. So. Ist natürlich jetzt nicht das Optimum wegen dem Länglich, ja, aber ich wollte es jetzt nicht anders platzieren als hier oben. So, das sind auch. Ah, hier ist noch. Wir setzen das mal auf sehr hoch. Wir haben nämlich, glaube ich, vergessen, hier anzugeben, was angepflanzt werden soll. Auch. Na, jetzt habe ich es hier auch gemacht. Jetzt wollte ich hier erst einstellen. Ach, egal. So, und eigentlich brauchen wir ein drittes Feld wegen Fruchtfolge. Hier ist kaum mehr was grün. Wir könnten hier noch ein Feld machen. Machen wir auch, nehme ich an. So, wir holen unser imaginäres Maßband da unten oder unser Lineal. Okay, dann das Feld. Schauen wir erstmal, wie ist das? 06, das ist ein klein wenig viel. 05, ein Morgen. Zack. Ein wenig schief, aber die Natur ist auch nicht perfekt. So. Wobei die Natur ist perfekt. Okay, wir machen hier Brache, Flachs und Flachs. So, Flachs, Brache, Flachs. Hier machen wir Flachs, Flachs, Brache. Jetzt haben wir alle drei Konstellationen, oder? Ja, okay. Einzäunen, überall einzäunen. Ist auch schon fast geschehen überall. 105 Bretter haben wir noch. Das reicht immer noch aus. So, hätten wir Flachs auch bald abgehandelt. Dann natürlich hier werden wir drei Familien einsetzen. Sonst, glaube ich, wird das nichts. Bauernhaus haben wir voll. Jawohl. Melzerei hat kein Malz mehr. Also braucht ein wenig. Die sind effektiv genug im Moment. Wie sieht es mit den Bären aus? Die gehen stark nach unten. Und ihr seht, 58, 57. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir werden das versetzen. Und wir bauen noch eine Sammlerhütte. Das versprochen war. Wir werden hier einen kleinen Pfad. Nicht zu nah, nicht, dass ich irgendwas abreiße. Ich weiß nicht, ob ich bei Bären auch zerstören kann. Durch Pfade. Also sicher ist sicher. Die Färberei ist in der Nähe dieser Sammlerhütten. Effektiver wäre es allerdings, wenn ich das hier hinstelle. Richtig. Aber geht nicht. Ich kann das nicht mehr umsetzen. Hm. So, und jetzt vergesse ich es wieder neu zu. Ach, wir lassen es einfach da stehen. So. Entschieden ist entschieden. Hier ist noch ein Speicher, der ist fast leer und den reißen wir ab. Der ist ineffizient. Hätten wir das jetzt auch endlich erledigt? Okay, mehr Ochsen, check. Mehr Lagerarbeiter, mehr Speicher. Müsste man erst dann hier auch noch upgraden und dann einsetzen. Eventuell mehr heute, genau. Da möchte ich noch nachschauen, was da abgeht. Wir schauen mal ins Lager. Wir haben hier 200 Schuhe. Das heißt, die werden schnell genug verarbeitet und heute haben wir keinen Überschuss. Müssen wir im Auge behalten. Eventuell müssen wir da, wie genannt, importieren. Am Moment sieht es noch gut aus. Also, erstmal kein Thema. Ich stelle hier drei Leute ein und einen Ochsen zugewiesen. Das schneller geht. Bretter kann man auch wieder einen einsetzen und hier auch einen Ochsen zuweisen. Trotzdem sollten genug Ochsen. Ja, zwei Ochsen sind nicht zugewiesen. Das reicht immer noch. Wir haben 9 Schafe. Sehr gut. So, mehr Gebäude, mehr Schafe, Flachs,
Speicherlager bei der Herrenhaus, mehr Ochsen. So, das Herrenhaus. Ein Herrenhaus, bitte. Wo werden wir das platzieren? Gute Frage, nächste Frage. Könnten wir eigentlich hier irgendwo mitten rein tun, oder? Wobei das jetzt nicht in der, im Zentrum sein müsste, damit das effektiv ist. Nicht genug Material, uns fehlen Baumstämme. Ja. So, und hier ist hier auch schon Brache. Hier könnten jetzt Schafe weiden, wenn sie das nicht schon woanders tun. Ist auch eine Brache. Ja, die weiden hier schon, okay. Das heißt, wir bräuchten noch deutlich mehr Schafe. Und wir haben ja hier freigeschaltet, auf der Weide grasende Schafe vermehren sich mit der Zeit langsam. Okay, das dauert mir aber am Anfang noch viel zu lange und wir haben noch ein wenig an Regionsvermögen, also warum nicht? Komm, macht 14, kostet jetzt initial ein wenig Money, 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 aber was soll's. So, wir schauen nochmal am Marktplatz. Und ihr seht, 100, 100, 100. Jetzt haben wir hier auch 41 Garn, 41 Schuhe. Also mehr als Plots. Und dann funktioniert das auch. Und die Sachen werden offensichtlich schnell genug geliefert, außer Brennholz. Ah, jetzt kam es rein, seht ihr? Oben, die haben noch nichts. Zwei Gebäude. Jetzt hat es bekommen. Seht ihr? Und das ist das mit den Plots. Hier müssen schnell genug die Sachen auch ankommen im Marktplatz. Wenn nämlich genau das die Hofstätte gerade versucht zu konsumieren und es war nichts da, dann ist es rot. Aber jetzt ist es versorgt. Das bedeutet, wir können hier auch schön auf Stufe 2 gehen. Und hatten wir hier, hier ist schon Stufe 3 überall. 3, 3. Hm, so sieht man die Gebäude besser. So. So eine Übersicht hätte ich gerne, wenn ich irgendwie irgendeine Taste drücke. Und dann auch mit den Zahlen. In groß vielleicht. So, hier können wir auf 3 gehen. Hier rechts nicht wegen Baumstämmen etc. Und jetzt gebe ich wieder alles aus und habe dann nichts fürs Herrenhaus. Aber wir sehen, auf Stufe 3 bekommen wir auch deutlich mehr, was heißt deutlich mehr, das Doppelte an Regionsvermögen. Hört sich sehr viel an. Wird es auf Dauer auch sein. Aber wir produzieren für eine Stufe 2, für eine Stufe 2 Hofstätte ein Regionsvermögen. Pro Monat war das, glaube ich. Genau, pro Monat und Familie. Und bei Stufe 3 sind es halt schon 2 pro Monat und Familie. So, von daher, das macht schon einiges aus. Okay. Brennholzhütte. Sollten wir wieder Leute einsetzen, sonst geht uns irgendwann das Brennholz aus. Würde ich auch mal 2 einsetzen. Ach, wie schön das funktioniert. Seht ihr? Und da ist das Problem, wenn man es vorher beobachtet hätte. Seht ihr jetzt? Der sammelt das ein. Jetzt klicken wir mal aufs Bauernhaus. Wird nicht direkt aktualisiert, ne? Ah doch, das Weizen. So, jetzt sind die mit dem kompletten Feld fertig. Jetzt bin ich gespannt, weil es hieß, es wird teleportiert zum Bauernhaus. Laufen jetzt zum nächsten. Er hat sich allerdings... Hier wurde gerade abgeliefert, oder wie? Mhm. Bei vorigen Beobachten wurde das da rein teleportiert. Wenn das nicht geschehen ist, vielleicht täuschen wir uns. Vielleicht war das nur zufällig gerade, wo da ein paar Leute waren. Aber ihr habt gesehen, die laufen jetzt nicht instant zurück nach 4, 5, 6 Einheiten, ne? Und das ist vorher passiert. So, egal. Point ist trotzdem proofed. Wenn ihr da mehr wisst oder ich da falsch liege, gerne ab in die Kommentare. Herrenhaus, wie sieht's aus? 9 Bauholz. Ja, 5. Machen wir es schnell, bevor wieder... So. Dann hätte ich gerne noch... Das kostet natürlich auch zu viel im Moment. So, bauen wir unser Herrenhaus. Ach, herrlich. Ja, und Guides werden da auch bald kommen. Ich werde darüber sprechen, wie man effiziente Häuser baut, wie lang die ungefähr sein sollten, damit die Wege nicht zu lang sind, wie man die baut, dass hier möglichst viel Fläche für den Anbau auch genutzt wird. Ihr seht, hier ist es halt optimal.
Hier ist ein kleiner Pfad. Diese kleinen Pfade kann man nicht verhindern. Die werden automatisch platziert. Ihr seht, hier ist die Fläche zum Anbau sehr hoch. Und hier auch. Und weil hier kein Pfad ist, hier ist ein klein wenig verlorene Fläche. Und hier, das lässt sich nicht ganz vermeiden. Ich glaube, da unten, das war so ziemlich das Schlechteste, ne? Ja. Hier ist verlorene Fläche. Hier. Ja, geht eigentlich auch noch. Geht noch. Je nachdem, wie man es baut, verliert man halt viel mehr Fläche. So. Wurde, glaube ich, in der vorherigen Folge gezeigt, weil wir die ja da gebaut hatten. Und hier wird gepflügt. Ich frage mich, wo ist denn der Ochse? Pflug. Wo ist der Ochse? Pflügt der woanders? Hier sind die Schafe, die hier weiden. Hier ist der Ochse. Einmal. Ah, da ist das Symbol. Eins, zwei. Vielleicht wäre es da auch besser, wenn ich einfach einen zweiten Bauernhof mache. Noch zwei Ochsen. Und dann, ja, weil ich kann pro Bauernhaus immer nur einen Ochsen zuweisen. Zwei Ochsen zuweisen. Ja, mehr geht nicht. Okay. Das machen wir auch doch. Bauernhaus. Denn das sollte keine Aufgabe für so viele Familien sein. Die sollten mit anderen Sachen beschäftigt sein. Ich würde das Bauernhaus hier platzen, vielleicht so. Dann könnte ich noch hier mit einem Pfad verbinden, dass die nicht ganz außen rumlaufen. Das machen wir dann so. So. Sehr schön. Dann kann man hier das Gebäude auch noch verbinden. Der Vierhandelsposten war hier verbunden, jawohl. So, machen wir das auch noch. Machen wir hier vier und hier vier. Dann passt das auch besser. Und zwischendurch immer wieder den Marktplatz gucken und schauen, ob wir hier unten genug haben. Bären lässt ein wenig nach, denn ich habe hier nichts mehr eingesetzt. 1, 2, 3 und Kräuter. Hier 1, 2, 3 und Kräuter. So. Ja, jetzt habe ich hier halt die Büsche relativ vergessen, ne? Jetzt ist schon Oktober. Naja. Passiert. So, Speicher. Noch eine Familie. Dann kann hier auch wieder gearbeitet werden. Hier muss ich jetzt aufpassen. Das fehlt mir auch noch im Spiel. Wir haben ja hier... Wir haken das mal an. Sachen verboten. Und das müssen wir hier auch tun. Beziehungsweise hier... jetzt vergleiche ich das Lagerhaus mit dem Speicher. Hier, das ist das ursprüngliche und das neue Lagerhaus ist hier. So. Okay. Hier Gerste aus. Dann hatten wir Wolle und Malz. Gar nicht einlagern erstmal. Das hier passt auch. Okay, fertig. Das gleiche müssen wir jetzt noch mit dem Speicher machen. Ups. So, immer ein bisschen hin und her schieben, ein klein wenig, damit der sich anpinnt. Der Dialog. So, das muss abgeschaltet werden. Mehl muss abgeschaltet werden. Ansonsten war es das. Okay, dann lassen wir wieder laufen. Damit die Produktionsprozesse, wie gesagt, im Produktionsgebäude landen, die Produkte, damit das Endprodukt hergestellt werden kann, nicht zwischengelagert wird. Wenn sich hier zu viel anstaut und das allgemeine Lager zu voll wird, dann haben wir wieder zu wenig Lagerhausarbeiter, die die Produkte schnell genug abholen. Oder nicht genug Produktionsmitarbeiter, die das Rohprodukt in das Endprodukt umwandeln. Na, hier geht es so langsam Stück für Stück hoch. Die sind immer noch am Sammeln, denke ich. Und hier könnte man sogar auch noch eine Familie einsetzen, damit das schneller geht. Werde ich auch tun. Dass wir hier zuerst mal sicher sind und ein klein wenig, ja, Puffer haben. Hier muss auch noch... es ging gerade um 1% hoch. Brache plus Schafe. Bin gespannt, wie weit wir es treiben kann, wie viel Schafe wir nachher haben. Und wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Brunnen? Ich glaube, der Bauernhof braucht auch einen Brunnen, oder? Könnte man hier nämlich dann auch einen platzieren. Zack. Hm. Hier steht schon einer. Da oben braucht man keinen. Ich würde zur Deko einfach noch da oben einen platzieren. Einfach nur, weil ich es kann. Hahaha. Wir prassen ein bisschen. So, und dann sieht das Ganze schon sehr gut aus. Wir schauen nochmal auf den Marktplatz.
Brennstoff. Ja. Könnte etwas besser sein. Da oben die zwei haben immer Probleme, warum auch immer. Weil die Ware nicht schnell genug ankommt. Bedeutet, ich brauche hier noch jemanden. Denn Brennholz sollte ich genug haben, ja. Holzkohle ist deutlich effizienter. Am besten geht man natürlich auf Holzkohle, wenn man die hier freigeschaltet hat. Oder man importiert und exportiert das Brennholz, wobei Holzkohle ist teuer, kann man ja mal kurz zeigen. Den Handelsposten hatte ich, wo ich... Ich weiß selbst nicht mehr, wo ich den Handelsposten hatte, das ist interessant. Ich verliere so langsam den Überblick. Großes Lagerhaus, Gerberei. Ist das hier oben? Wo ist der Handelsposten hin? Ah, und hier wollte ich noch, Moment. So. Und wir holen noch Pflugstelle hinzufügen. Höchste. Sonst vergesse ich das wieder. Ach du lieber. Komm schnell, sonst habe ich das gleich wieder vergessen alles. Pinn's mir einfach an, dann vergesse ich es vielleicht nicht. So, und wo ist jetzt der Handelsposten? Habe ich einen gehabt? Ich hatte definitiv einen, oder? Schauen mal. Handel. Handelsposten. So sieht das Gebäude aus. Wir haben keinen Handelsposten. Bin ich so verwirrt? Okay, das wäre jetzt... Ich dachte, den habe ich so ziemlich am Anfang gebaut. Das ist jetzt ein klein wenig wahnsinnig. Gut, dann würde ich sagen, kann ich den hier abreißen, um den Brunnen besser zu bauen. Erweitert hier Viehbestand, wo ist es? Da unten sind zwei. So. Und Ställe sind alle voll. Irgendwo hatte ich noch einen Anbindebalken. Lagerhaus, das kann man auch abreißen mittlerweile. So. Wenn nicht, müssen wir noch einen Anbau. Stallfläche 6 von 8. Ich finde die Stallfläche nicht. Wir machen noch einen. Sehr viele verschiedene Baustellen gerade wieder. So, hier passt noch einer hin. Sehr schön. Hier dann noch schnell... Wild, oder? Wie ich hier gerade spiele. Was ein Durcheinander. So, das ist erledigt. Das kann ich dann schließen. Ansonsten Handelsposten würde ich hier platzieren. Brunnen wollten wir schauen. Kann ich hier den Brunnen und trotzdem hier abreißen? Wir schauen nach. So, Handel. Ne, passt nicht. Okay, schade. Schade, schade, schade. Dann platzieren wir den halt hier. Das ist seltsam. Ich dachte, ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich den hatte. So, und hier haben wir gesehen, hier war kurz, hat Bier gefehlt. No, Marktplatz, keine freien Marktstände. Okay, jetzt müssen wir uns um Marktstände kümmern. Geht hier gerade Schlag auf Schlag. Gut, dass wir die Fläche hier offen hatten, aus Zufall, sonst hätte ich sie zugebaut. 22 Marktplätze von mir aus. So, die Steinkirche, genau, die hatten wir auch schon platziert. Hier die Gebäude. Das ist noch eins auf Stufe 1, das rüsten wir auf. Heute könnten wir noch mehr über die Häuser beschaffen. Ziegen. Bären, ja, sind leer. Färberei. Nächste Ernte 124, 136, 116, das ist sehr schön. Wolle haben wir auch zu wenig. Malz, Farbstoffe haben wir genug. Mäntel und Schuhe. Ja, Mäntel ist dann logischerweise auch zu wenig da. Bier geht gerade noch. Und Bier hängt wohl daran, dass wir nicht genug Gerste haben. Ja, müssten wir noch mehr Felder etc. anlegen oder müssen wir schneller oder effizienter sein. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Muss man auch beobachten. Aber, so, was ist hier los? Keine freien Ochsen.
wenn für die Bauarbeiten benötigt. Ah, zuwiesen alle. Keine freien Ochsen, genau. Einmal und aufrüsten bitte. Und dann kümmern wir uns direkt für die Zukunft um einen weiteren Anbindebalken. Und da hier nichts mehr hingepasst hat, ein weiteres Gebäude. Ich das im besten Fall hier platzieren, wo es funktioniert. So, das funktioniert. So, Sägegrube, Holzfällerlage muss mittlerweile ziemlich weit laufen. Das kann man auch wieder versetzen. So. Viele Baustellen. Aber ich glaube, wir haben in dieser Folge einiges geschafft. Flachs angebaut, mehr Schafe, mehr Gebäude, zweite Sammlerhütte, mehr Häute eventuell, haben wir geschrieben. Oh, die Zufriedenheit sinkt. Steuerung. Oh, Mangel an Unterhaltung. Hier war kurz kein Bier zur Verfügung. Ja. Null Bier. Hm. Das mögen die Leute überhaupt nicht. Das heißt, Steuerung hatten wir. Moment. Moment. Hahaha, schaut mal. Eichenau 96%. Ich wollte gerade sagen, hä? Das kann doch nicht sein, oder? 70 Bier, jetzt stimmt alles. Okay, auf Frautenberg haben wir ein Problem. Oh, hahaha. Da muss man aufpassen. Jetzt hat er gewechselt. Okay. Wir haben also ein Problem in Rautenberg. Schaut mal. Lange nicht mehr hingeschaut. So, Herrenhaus, erstmal Grundsteuer runter, damit uns die Leute nicht abhauen, und dann müssen wir uns hier um Bier kümmern. Hier haben wir ja irgendwo den Handelsposten. Hier ist der. Und dann müssen wir wohl Bier importieren, wenn wir das nicht schon eingestellt hatten. Route erforderlich, die kostet 6000. Holla, die Waldfee. Export. Kriegen wir gar nicht so viel exportiert. Uiuiui. Und wir haben zwei Pferde und da steht wartet. Das heißt, die Waren kommen nicht schnell genug hier an. Puh, Leute, da haben wir ein Problem. Exportsperre werden nicht mehr hergestellt. Hier haben wir auch einen Haufen Überschuss. Also unsere Handelsrouten kommen nicht hinterher. Hier hatten wir Gerste importiert, um Bier herzustellen anscheinend. Vielleicht brauchen wir da einfach einen weiteren Handelsposten. Ich glaube, wir hatten sogar einen zweiten. Da kümmern wir uns jetzt noch drum. Da ist noch einer. Viehbestand auch zwei Pferde. Wartet. Das ist seltsam. Auf was wartet der? Bereitet Verkaufsware vor. Steigt im Pferd, holt Wasser. Hm. Entweder müssen wir bald von der anderen City Sachen importieren, wenn wir da genug gefahren bekommen. Oder wir müssen hier Bier importieren. Und Brennstoff sieht auch mies aus. Brennholz und Holzkohle. Da haben wir ein bisschen was schleifen lassen. Unsere perfekte Stadt. Die braucht ab und zu auch ein klein wenig Aufsicht, wie man sieht. Die Kohlemeiler haben dementsprechend nichts zu tun. Das heißt, hier müsste man sich jetzt die Brennholzhütten raussuchen, wenn man sie findet, hier zum Beispiel. Muss die versetzen, muss sie irgendwo in die Nähe stellen. Wir haben ja alles abgeholzt. Wow. Wo Bäume abgeholzt werden können, effektiv. Ich habe gerade nichts geklickt, wo man effektiv Brennholz besorgen kann. Hier haben wir keins, oder wie? Ja, ihr seht. Also ein klein wenig Arbeit notwendig. Aber das mache ich jetzt offcam, damit die wieder läuft. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, für den Algo. Kommentar, Like im besten Falle und gerne ein Abo dalassen, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Kritik oder Verbesserungsvorschläge habt, ab in die Kommentare. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüssikowski.